Moin, sind Minecraft-Freunde und herzlich willkommen zur letzten Runde Feed the Beast Infinity im Jahre 2015. Ja, das Jahr ist schon wieder rum, unglaublich, heute ist Silvester und ich hoffe, ihr feiert ordentlich ins neue Jahr. Aber bevor es losgeht, gucken wir mal, was wir hier machen. Wir haben ja unseren fetten Live-Let's-Play-Stream ja hinter uns gebracht und haben richtig viel geschafft. Was mir aber ehrlich gesagt überhaupt noch nicht so wirklich gefällt, ist unsere Erzverarbeitung hier hinten. Das ist so ein Ding, wo ich sagen muss, da müssen wir irgendwann nochmal bei und das vernünftig machen. Vor allem müssen wir mal gucken, dass wir eventuell von hier die ganzen Items ins ME-System transportieren. Und von der Ender Quarry ebenso, was ja sowieso schon passiert. Und dann werden wir, ich gehe nochmal hier hinten hin. Und dann werden wir hier einfach einen Tesseract hinstellen mit einem Exportbus, wo halt diverse Items rausgefiltert werden. Oder andersrum, am ME-System irgendwo den Exportbus und dann hier das Ganze durch einen Tesseract hier rausgeleitet in vernünftige Maschinen. Und ich werde da wahrscheinlich dann auch wieder, ja, wie soll ich sagen, vermehrt auf Ender.io zugreifen, weil das irgendwie besser funktioniert, muss ich gestehen. Nicht von den Maschinen her, sondern auch von den Kabeln her, habe ich das Gefühl. Naja, werden wir mal sehen. Das machen wir wahrscheinlich nächstes Jahr. Ich werde heute alles aufs nächste Jahr schieben. Nee, Quatsch. So, was wir auf jeden Fall noch machen wollten, ist Folgendes. Wir haben ja hier unsere lustige Kiste drin. Die kann auch da bleiben, das ist kein Problem, aber wir haben ja irgendwann mal gesagt, dass wir die ganzen hier Lorium-Geschichten und so weiter automatisch von unserem ME-System, oh, hier haben wir schon wieder richtig viel, in diese Kiste reintransportieren möchten. Das war unser Plan. Und ich tendiere eigentlich dazu, das mit einem Tesseract zu regeln. Ja, ich denke schon. Ja, ja. Ich hoffe nur, dass wir noch genug Enderium und so haben. Oh, das klappt natürlich nicht. Tesseract, da haben wir das gute Stück. Wir brauchen ja zwei Stück davon, das ist klar. Ach komm, gehen wir nochmal hoch. Und dann wollen wir mal eben ein bisschen was basteln. Weil Tesseract ist allein aus dem Grund, weil ich einfach keinen Bock habe, ja, Leitung hier kreuz und quer hinzulegen. Einen haben wir und noch einen haben wir. Das klappt ja schon mal richtig gut, Leute. Ja, dann müssten wir da eigentlich nur nochmal eben das ganze Ding auffüllen. Genau. Können wir hier eigentlich mal eben ganz easy machen. Wobei wir hier nochmal auch kurz Enderperlen nachfüllen können. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Dann schmeißen wir die hier oben eben rein und dann gucken wir mal, was dann daraus wird. Wahrscheinlich Enderzeug. Resonant Ender, um es genau zu sagen. Ja Leute, so nebenbei, Thema Silvester. Mich würde mal interessieren, wie ihr Silvester feiert. Macht ihr eher so einen chilligen oder macht ihr richtig einen drauf und haut euch nachher die Köppe ein oder so? Ne, Quatsch. Nee, würde mich mal interessieren, wie ihr so am Silvester feiern seid. Und ja. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. So, wir gönnen uns hier den nächsten Tesseract. Einen haben wir fertig. Dann müssen wir das Ding gleich nur noch mal eben kurz zusammen craften. Ach ja, noch ein paar Infos nebenbei. Ich habe ja, oder bin momentan recht viel dabei, auf Facebook zu schreiben. Wer mir da noch nicht folgt, kann das gerne tun. Einfach beim Kanalbanner mal gucken bei YouTube, da ist alles verlinkt. Kann man nicht verfehlen. Und da habe ich neulich gesagt, dass das Community-Projekt ein richtig fettes Update bekommen wird zum Jahresbeginn. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich bin schon mal gespannt, wie das ankommt. Aber ich denke mal so, also am 2.1. sind schon die Wartungsarbeiten dafür. Also es geht hier Schlag auf Schlag im neuen Jahr. Und ja, dann geht's rund. Und viele haben auch gefragt, was überhaupt los ist mit dem Community-Projekt, ob es abgesagt worden ist oder sowas. Nee. Ich hatte nur einfach keine Zeit, weil ich nicht zu Hause war. So, aber jetzt zurück zum Text. Ist die Frage, wo baue ich das Ding denn mal hin? Ich könnte den eigentlich... Ach, wir brauchen noch einen Exportbus. Hatten wir die hier schon eingefügt, die Exportgeschichten? Natürlich nicht. Export. Das kann auch sein, dass wir mehr als einen brauchen, aber das sehen wir dann. Ja, Exportbus, zack. Oh, da fehlt aber alles. Aber die Dinger können wir bauen. Formation Cores und Pistons, genau. Pistons können wir, da können wir mal 10 Stück von machen. Formation Core, genau. Da können wir auch nochmal 10 Stück von machen, hat da ein bisschen was zu tun. War der mit den Pistons schon fertig? Achso, war wahrscheinlich nur ein Crafting-Task, oder? Warte mal, eben gucken. Ah, tatsächlich. Gut, dann klappt das schon mal. Sehr gut.
Dann kriegen wir auf jeden Fall unseren Exportbus da schon mal, ja, raus. So. Ich würde sagen, den klatschen wir jetzt einfach mal. Ja, komm, klatschen wir einfach mal hier oben drauf. Das ist eher ungünstig, wie wir jetzt hier gerade ist. Vielleicht bauen wir dann doch erstmal den Tesseract hin und gucken dann nochmal, dass wir das vernünftig hinbekommen. Eventuell machen wir sogar... Haben wir noch irgendwas hier drin? Nee, warte. Machen wir das Ganze mal einen höher. So. Weil dann kommen wir von hier nämlich auch besser daran. So, dann brauchen wir nochmal eben so ein... Nee, Kabel schließen wir noch nicht an. Folgendes, wir brauchen jetzt hier diese Karten. Capacity Card. Ah, Export Bus Extra Cells, ja. Könnte er sein. Crafting brauchen wir nicht. Heavy Card brauchen wir auch nicht. Redstone auch nicht. Nee, das müsste diese Capacity Card sein, glaube ich. Gucken wir mal. Wir werden es sehen. Basic Card. Haben wir da noch was von? Natürlich nicht. Welcher fehlt denn da? Der Calculation Prozessor. Kein Problem. Können wir auch nochmal so 5 Stück von machen, weil wir brauchen sowieso ein paar Karten mehr und daher ist das total egal. Ne? Übrigens für Feed the Beast Infinity kam wieder eine neue Version raus. Ich glaube, inzwischen sind wir bei der 2.3.3. Also da geht's ordentlich ab. So, die schmeißen wir rein und dann gucken wir mal, was wir brauchen. Da gibt's diesen normalen... Nee. Alter, wie viel die Quarry einfach rausholt. Heftig. So, wir gönnen uns erstmal 2 Karten. Und dann gucken wir mal, was das im Endeffekt dann ausmacht. Ja. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Exportbusse. Aber die können wir ja easygoing hier noch an diesen Tesseract mit anschließen. Das ist alles kein Problem. Und dann läuft das, würde ich sagen. Achso, jetzt muss ich nochmal eben was gucken. Und zwar, wir müssen ja auch sehen, dass wir den Krempel, der hier rauskommt, ins ME-System kriegen. Aber an sich ist das total easy, weil wenn wir dieses Leitungsdingens abbauen und hier reinschmeißen, haben wir das Problem im Prinzip schon gelöst. Gut. Das mal merken, das werden wir gleich mal testen oder später. Und dann gucken wir mal weiter. Wobei, eigentlich müssten wir das jetzt schon ändern. Ja, pass auf, wir machen... Uala, zu weit. Wir machen das so, wir werden alle Sachen jetzt erstmal ins ME-System leiten und dann werden wir da hinten bei dem Laser-Gedöns mal aufräumen. Ja, das können wir machen. Und zwar dazu stellen wir den hier einfach mal eben aus. Ist ja ganz easy. Und schon kriegen wir hier hinten keine Probleme mehr. Aber hier ist sowieso gerade alles leer, ne? Naja, bis auf hier hinten, da macht er gerade ein bisschen was. Aber ist egal. Dann wrenchen wir eine Runde. Einige von euch werden mich wahrscheinlich dafür hassen, dass ich hier jetzt wieder alles abbaue. Aber beim besten Willen, diese Anlage gefällt mir irgendwie nicht. Immer noch dabei. Interessant. So. Ich glaube, von diesen Leitungen haben wir schon genug von diesen Item Ducts. Das heißt, wir könnten eigentlich mal... Ne, könnten wir nicht. Machen wir den nochmal eben weg. Jetzt könnten wir... das ganze Gedöns hier mal eben ganz einfach anschließen. Dann machen wir hier nochmal eben eine Trennung rein. Und schon gibt es keine Probleme mehr. Das heißt, wir können den Kollegen hier gleich schon wieder anschmeißen. Ignored. Und er zieht einfach alles eiskalt hier raus und schmeißt es ins System. So wie wir das jetzt haben wollen. Sehr gut. Ja, cool. Dann die Kiste kann weg. Dann next. Ja, im Prinzip können diese ganzen Leitungen auch schon mal weg. Ja, eigentlich kann hier alles weg. Man gönnt sich ja sonst nichts, sage ich immer. Ja, das Glas und die ganzen Facades und die Kabel, die kommen auch alle weg. Weil, wie gesagt, dieses ganze System, upala, gefällt mir nicht so gut. Das hat doch eigentlich immer nur für Probleme gesorgt, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber das wollen wir jetzt natürlich ein bisschen ändern. Wenn nicht nur ein bisschen, eher ganz. So, gib mir die Facades.
Bin ich schon wieder voll? Ja, tatsächlich. Das machen wir mal eben so. Die ganzen Servus-Kiste kann rein. Abel im Prinzip auch. Ja. So. Achso, noch eine Sache. Momentan bin ich echt viel am Machen, deswegen habe ich ein bisschen was zu erzählen. Und zwar baue ich momentan eine neue Website zusammen. Die ist schon online, sag ich mal, aber halt noch halt so als Baustelle, sag ich mal. Ist auf jeden Fall interaktiver bisher und wesentlich, ja, ich glaube einfacher, beziehungsweise weniger ressourcenfressend. Viele hatten ja irgendwie gesagt, dass sie Probleme mit der alten Website hatten. Konnte ich nicht nachvollziehen, das waren wahrscheinlich wieder die Leute mit der Holzleitung, aber jetzt sollte es auf jeden Fall wesentlich besser laufen. Was aber auch damit zusammenhängt, dass bisher kaum was drauf ist. Naja, mal sehen. Ja, so im Laufe der nächsten Wochen bauen wir daran weiter und dann gucken wir mal, wie das Ganze dann nachher aussieht. Dann habe ich irgendwo in den Kommentaren noch gelesen, dass ich noch so ein neuer Stream machen soll. Ich weiß nicht, ob ich ein neuer dazu in der Lage bin. Müssen wir mal schauen. Vielleicht eher spontan. Das ist keine Zusage jetzt, aber vielleicht könnte da ein Stream kommen. Mal gucken. So. Jetzt haben wir das soweit safe. Da hinten liegt noch ein Kabel. Nehmen wir noch eben mit. So, hier reinschmeißen. Eigentlich ist total Wayne. So, jetzt müllen wir erstmal unser ME-System zu. Ganz klare Sache. Und zwar mit allen Sachen. Alles, was von der Quarry kommt und was von dem Laser Drill kommt, wandert momentan alles hier in dieses System rein. Man merkt ja schon, der erste Kollege hier oben ist schon gelb geworden vor lauter Neid. Und hier ist alles auf Rot, aber noch ist das alles voll in Ordnung. Apropos, warte mal. Geht aber vermutlich nicht, oder? Ja, genau, wir hatten das ganze Eisen ja für das letzte Solar Panel verhauen. Naja, egal, ist nicht so wild. Wir können ja mal gucken, was wir hier so an Eisen bekommen haben inzwischen. Warte mal, Iron. Alter. Ernsthaft. Nice. Ore generell mal eben gucken. Oh, da kommt aber richtig viel zusammen. Ja, lecko mio. Okay, warte mal. Wir nehmen mal eben kurz das ganze Iron mit. Ach so. Das ist auch mit dabei, okay. Voll. Und dann lassen wir das mal eben hier manuell durcharbeiten. Weil die Produktion sollte halt, wie gesagt, nebenbei so ein bisschen weiterlaufen. Und da wir Eisen halt brauchen, machen wir das jetzt mal eben so manuell. Achso, da stand noch in den Kommentaren, dass diese Büsche sich wohl vermehren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das überhaupt noch brauchen. Aber ich werde die mal einfach irgendwo hinpflanzen. Und dann gucken wir mal. Haben wir hier eine Ecke, die einigermaßen dunkel ist? Hier hinten, glaube ich, ne? Ja, siehst du, läuft. Dann setzen wir die hier hin und dann gucken wir mal, ob die sich irgendwie vervielfältigen. Wäre ziemlich cool. Ja, und während hier das Eisen so durchläuft, könnten wir schon mal hier gucken, wie wir jetzt weitermachen. Ah ja, genau, stimmt. Folgendes. Die ganzen Gerätschaften hier, die von Thermal Expansion und so, die schmeißen wir erstmal in die Kiste rein. Und wir brauchen noch die ein oder andere Sägemill. Ich baue mal noch, ja, zwei Stück. Na komm, wir gucken einfach mal. Ich baue einfach mal auf Blau und Lund so eine Sägemill. Genau, da haben wir sie. Brauchen wir ein Maschinenchassis, genau. Basic Capacity, haben wir das noch da? Jawohl, verdammt. Irgendwas ist ja immer. Dann machen wir noch so ein paar von diesen Iron Bars. Dann fehlt der Basic Capacitor, ne? Haben wir auch noch da, perfekt. Dann wollen wir mal den zweiten bauen. Der Rest müsste eigentlich gehen, ne? Jawohl. Ach so, weil die eine schon Energie hatte wahrscheinlich. Apropos Energie. Da müssen wir auch noch mal bei. Und zwar habe ich eine Nachricht von einem, ah verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen. Wäre auf jeden Fall richtig cool und zwar hat er mir richtig geil erschrieben, wie ich dieses Kryotheum herstellen kann. Damit werden wir uns auf jeden Fall demnächst auch noch mal befassen. Aber eins nach dem anderen. Da ist doch bestimmt irgendwas Brauchbares drin. Genau. Vielleicht weiten das Ganze auf 5 aus, aber mal gucken. Erstmal machen wir jetzt hier außen, Mitte links.
habe hier hinten die ganzen Kabel abgebaut, ne? Aber nee. Ist auch nicht so wild. Total Wayne. Ja, das ist so meine Idee. Hier kommt nachher oben irgendwo der Tesseract hin, der sämtliche Items, die gesegmelt werden müssen, hier durchhaut. Und entweder geht's dann danach in den Ofen weiter, oder wir nehmen eine von diesen Segmels, wahrscheinlich die mittlere, wo nur die Items reinkommen, die nicht in einen Ofen rein müssen. Ich denke mal, das ist wesentlich besser als unsere Thermal Expansion Lösung, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, das behalten wir einfach mal im Hinterkopf und dann würde ich sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo wäre cool und dann haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.